Willkommen zurück zu Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wir stehen kurz vor dem nächsten Kampf. Wir haben gesehen, die haben hier einige Verteidiger am Start. Wir haben aber die Möglichkeit, theoretisch an diesen Verteidigern vorbeizukommen. Ha. Mal gucken. Ja, wir sehen, da sind nicht nur Verteidiger, da in der Mitte ist auch gleich ein Heiler. Okay, es ist nicht ein Miniboss. Aber da hinten scheint sein Schlaf gemacht zu sein. Interessant. Okay, wir haben 5 Gegner. Das ist eigentlich relativ übersichtlich. Frage ist. Du kommst da rein. Also die erste Überlegung müsste sogar vielleicht sein, ganz bewusst auf den loszugehen. Frage ist. Du kommst sogar zu dem hin. Haha. Wenn jetzt wirklich einfach alle da durchziehen. Ich denke, das sollten wir machen. Uns gar nicht erst um die hier zu kümmern. Denn die kommen eh nicht weit. Dirk ist maximal das größte Problemkind. Aber da kann man vermutlich dann im Nachhinein gleich schon mal eine Rakete oder einen Wächter hinschicken. Und ist da ganz sicher. Ich bin mal ganz kurz so frei. Wir haben zwar 20 Powerkugeln nochmal bekommen gehabt jetzt am Ende. Aber ich würde mal ganz kurz nicht gucken, ob man die einlösen sollte oder kann. So, als erstes logischerweise musst du durch. Denn du bist derjenige, der es schafft, Flächenschaden anzurichten. Das heißt also auch gleich, du wirst hin... Oh boy. Ja, ich muss es so machen. Ich muss hingehen, von Anfang an mit ihm angreifen, wegen dem A, Flächenschaden, und B, auch eventuell, was wir danach einsetzen. Kannst du von einem entfernt aus ihn mit dem Hammer treffen? No, you can't. Problem ist logischerweise, er könnte jetzt hier... Ja. Cover zerstören. Und vor allem aktivierst du Vampirschaden, wenn du voll geheilt bist, aber nicht einmal in der Situation... wo du gerade eben nicht angeschlagen bist. Ich hätte den anders positionieren sollen, damit wir vielleicht die Chance hätten, den da hinten noch irgendwie zu treffen. Aber ist ja nicht so, als könnte man hier... Du siehst den. Wenn nicht sogar gleich mehr von denen. Okay, sehr gut. Gesagt, Vampirschaden. Schick, aber nicht hilfreich mehr. Du kannst den von dort aus treffen. Ich denke, wir sollten Overwatch aktivieren, um da schon mal sicherzustellen, dass danach keiner mehr was zu lachen bekommt. Frage ist, ich kann den leider nicht wirklich zu dem hinschicken. Nächste, okay. Komm auch nicht wirklich nah genug dran. Sollten wir auch nicht versuchen, aber wäre schön gewesen, wenn man sagen könnte, hey, man hätte vielleicht ein oder zwei von denen mitnehmen können. Wenn ich sie da durchschicke. Ich denke, wir werden es machen. Wenn auch mit keiner ernsthaften Hoffnung, irgendwas Gescheites damit machen zu können. Leider nein. Das Gute ist, keiner von denen ist in der Nähe, uns mit Röhrenbewegungen zu nahe zu kommen. Das ist wichtig. Das heißt also hier hin bewegen und hoffen einfach mit dem, ja, mit dem Wächter dann schon wieder anzugreifen. Und jetzt aber bewegen wir uns dann in der nächsten Runde erneut. Logischerweise, wir wollen als allererstes hingehen, gucken. Du kannst den von Anfang an so treffen, den wiederum nicht. Okay, geh mal hin, greif als erstes den bitte an. Na gut. Und geh jetzt hin, mach Heldensicht. Denn ich hoffe mir so ein bisschen dabei, dass wenn du den jetzt losschickst, dass entweder er durch die Luft geschleudert wird und damit erneut den ersten Overwatch einsetzen. Yes. Das Wichtige ist, er wird erneut getroffen und ins Aus. Damit ist er weg. In dem Gelände. Sehr gut. Jetzt haben wir hier den zweiten Overwatch auch noch im Start, den er auch sofort einsetzen wird. Nice. Das ist schon mal Schaden. Das Problem ist definitiv halt, der Heiler wird definitiv versuchen zu heilen. Oh wow, der hat ihn wirklich getroffen. Und vor allem das Cover entfernt. Ich meine, das ist nicht so schlimm, denn wir haben jetzt hier nicht wirklich Gegner, die durch Cover irgendwie brillieren. Der versteckt sich vor allem wirklich dahinter. Und wählt vor allem auch noch den aus, der halt... Ja, wenn man... Wie erwartet, es wird genau das so gemacht, wie man es sich vorgestellt hat. Du kommst leider an niemanden ran. Das ist ein Problem.
Könntest du mit einer Stampfattacke irgendwie... Ha, mein Problemkind ist, denke ich, relativ offensichtlich. Nicht die als erstes umrennen. Ganz bewusst das so machen, hoffe, dass das Ding beim ersten Mal gleich explodiert. Wir auf ihn drauf springen, um dann so zu sprengen. Das ist durchaus lustig. Ha, das hat das Ding nicht kaputt gemacht. So, damit hat er auf jeden Fall das wieder weg. Und mit ein bisschen Glück. Na, noch nicht genug, aber... Ist ja nicht so, als könnte man hier nichts machen, ne? So, das Wichtige ist, der allerletzte Wächter ist nicht unendlich weit entfernt, aber... Obwohl, das brauchen wir gar nicht so großartig, denke ich, weiter durchplanen. Mach erstmal das. Ha, das war weniger Schaden als erwartet. Genau, du gehst so. Und jetzt wollen wir ganz kurz sicherstellen. No, no, no. Wie weit kannst du? Du kommst ja überhaupt nicht weit, never mind. Du haust den so an. Und positionierst dich so. Na ja, gut. Oh, da hätten wir das vielleicht sogar mit Mario irgendwie hätten hinbekommen sollen. Oh, well. Ich meine, er kommt so dahin. Und steht dann zwar im Freien, aber halt hoffentlich weit genug weg, dass es scheißegal ist. Nice. Hat das überlebt? Ernsthaft? Ah, natürlich doof. Ne, das ist gar nicht mal so doof, denn jetzt kommt er nochmal hin, kann nochmal schießen, um erneut Vampirschaden zu bekommen. Ah, und das Schöne ist, der steht vermutlich so weit entfernt, dass der Kollege nichts machen kann. Und selbst wenn er was machen kann, ist es uns scheißegal eigentlich. Okay, da hat er ihn erneut so getroffen. Whatever eigentlich, ne? Schade, dass er so nicht an den Rand kommt. Das ist zum Beispiel eine doofe Position. Eine Frage ist, wir könnten zum Beispiel versuchen, ihn so mit einem Wächter anzugreifen. Wäre es cleverer zu versuchen, so zu gehen, um an den so ranzukommen? Vermutlich. Das Problem ist, dass ich ganz gerne eigentlich mit ihm... Oh, yes. Das Problem ist definitiv er, aber wir können das mit dem Sprung dann ja hoffentlich lösen. Frage ist... Das ist mehr Schaden. Also eventuell werden wir ganz bewusst uns hinter ihnen bewegen. Ja, also ich denke, wir müssen uns so oder so hinter ihnen bewegen, um sicherzustellen, dass A, mehr Schaden erreicht wird und B, wenn er tatsächlich nach weggeschleudert wird, dass er nach vorne geschleudert wird und nicht nach hinten. Das kann zwar ein bisschen riskant sein, weil sie jetzt selber... Oh, das ist ein bisschen Fußnot, was aber heilig nochmal, bevor wir sie umnieten. Ja, yep. Das war nicht so hundertprozentig gut durchdacht, ich merk's schon. Das ist wichtig. Und zwar, ich weiß nicht, wie das in der Zukunft hier weitergeht. Und ich würde ganz gerne sicherstellen, dass wenn hier... gleich ein Kampf hinterher folgt. Also wir sicherstellen... No, no, no. Okay, du würdest sie nicht treffen, gut. Ich meine, das lief richtig gut. HP ist zwar nicht wirklich angenehm. Ja, das hatte ich mir gedacht, dass da noch was kommt. Robo Junior. Juniors Lieblingsspielzeug. Ja, und da kommt der Miniboss genau gleich hinterher. So, wie ich es erwartet hatte.
Und natürlich, wir spielen in der gleichen Map. Vor allem jetzt, zum Beispiel hier haben wir die Möglichkeit zu planen, ne? Miniboss, okay. Weltboss nicht wiederum. Okay, der hat Valkyren an seiner Seite. Ha. Okay, du kommst nicht wirklich weit. Was kannst du? Du hast einen Wächter mit Sprungfähigkeit. Der hat Magnettanz. Okay, also Problem ist definitiv, die Valkyren werden versuchen, entweder ihn bei ihm zu bleiben, um ihn mit hier der Protektor-Möglichkeit zu schützen, oder sie werden versuchen, uns zu flankieren. Ich denke, so oder so, das ist doof. Ich denke, die erste Überlegung muss sein, wo bewegt man sich jetzt hin? Denn ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass der Wächter so oder so ein Problem ist. Aber halt auch hier an die Seiten sich zu bewegen nicht allzu clever ist. Das heißt also, die erste Überlegung... Kampfzentrale. Erste Überlegung ist ganz klar Kampfzentrale. Gucken, ob man irgendwelche Waffen hat, die man jetzt hier von Anfang an schon kaufen sollte. Interessanterweise, dass wir hier so ein paar übersprungen haben. Okay, das lohnt sich nicht. Es sind zwar 60% Trigger Chance, aber es ist mir halt nicht genug. So, und ihr habt, glaube ich, in der Zwischenzeit nichts bekommen. Okay, Fertigkeiten. Da sind nochmal so ein paar dazugekommen. Ich denke, jetzt ist zum Beispiel hier ganz genau richtig zu gucken, schon mal HP zu upgraden. Das gleiche werden wir vermutlich bei allen machen. Könnte man mal überlegen, ob man das Schild schon... Na, 10% ist aber auch nicht viel. Ich fühle mich da eigentlich schon bei Weitem besser. Ja, zu gucken, einfach nur HP zu upgraden. Frage ist, das sind 70. Ist es clever, den Krawallradius zu erhöhen? Die Frage ist, wie viele weitere Gegner werden in der Zukunft auf uns zukommen? Ich denke, es ist möglich, dass neben den zwei Valkyren noch mehr kommt. Aber ich würde dann schon fast eher darauf mich spezialisieren. Das ist alles nicht so wichtig. Die Frage ist zum Beispiel, ob bewegungsbasierte Angriffe auch halt Sprungattacken der Valkyren sind. Was ist das Wichtige? Einmal hier 70 investieren oder hier 50, um... Ich denke, wir müssen das machen. Einfach um sicherzustellen, dass wir vielleicht so ein bisschen mehr HP haben. Und ich gehe einfach mal so frei und werde das erhöhen mit der Hoffnung, dass wenn die Valkyren springen, dass sie auf einmal keinen Schaden anrichten. Die Frage ist, ist es überhaupt clever? Die Überlegung, die man anstellen könnte, ist, ob man Luigi reintut. Einfach um A, einen zweiten Wächter zu haben, aber auch B, um jemanden zu haben, der aus der Distanz angreifen kann. Dementsprechend, lasst uns mal überlegen und gucken. Hast du eine Waffe, die in der Theorie... Das Problem ist, Tintenschaden macht so gut wie null Schaden. Einfach weil wir wissen, dass... Die sind auf jeden Fall immun gegen Statusveränderung. Das ist ganz klar und ganz wichtig. Aber gerade die Antivalküren sind es wiederum nicht. Ich würde es ganz gern mal probieren. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass er sich eh nirgendwo verstecken kann und wir dadurch vielleicht den extremsten Vorteil gewinnen könnten. Frage ist, was sollte man noch machen? Ich denke, hier sollten wir einfach nur hingehen und gucken, dass wir möglichst viel in Overwatch reinstecken, dass er das häufiger einsetzen kann. Vor allem, man könnte bis zu 3 Ziele haben. Ich denke, das machen wir sogar. Heilige Makrele. Das könnte lustig werden. Ich denke, es ist cleverer, das zu versuchen, anstatt zu versuchen, zu nah an ihn ranzugehen. Wir haben gesehen, der hat den Hammer und der hat diesen Wächter. Und der Wächter, logischerweise, kann halt fahren und umso weniger fahren muss, umso schneller macht's kaboom. Das sollten wir vielleicht nicht herausfordern. Okay, meine Frage ist, Luigi... Wie viel müsstest du laufen, um ihn mit deiner Präzisionswaffe treffen zu können? Okay, nur so ein kleines bisschen nach vorne und dann tut's das eigentlich auch schon wieder. Das ist natürlich gar nicht falsch.
Ja, probieren wir es. Au. Oh. Schön zu wissen, dass du von Anfang an losläufst. Und von Anfang an einen Wächter losschickst. Das ist natürlich auch interessant zu sehen. Das hat man bisher auch noch nicht, dass die... Dass der Gegner anfangen darf. Interessant. Kann man das Ding... Ich meine, ist klar, dass man es nicht machen sollte. Die Frage war doch berechtigt. Okay. Ich denke, wir sollten trotzdem überlegen, Overwatch einzusetzen. Aber wir sollten gucken, dass wir vielleicht es schaffen. Könnte es auf den Dicken schießen. Überlegung ist, dass Peach und Mario sich um den Wächter kümmern. Wie weit kannst du pro Runde laufen? Ziemlich verdammt weit. Das ist nicht ein Problem. Dementsprechend, was wir von Anfang an machen müssen. Ja, ich denke. Wir gehen hin. Zerstören das Ding. Geht leider nicht anders. Mhm, genau. So, als nächstes. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Hätten wir vielleicht andersrum machen sollen, aber ist nicht so wichtig. So, und jetzt gehen wir hin und gehen mit beiden in Overwatch. Wir gehen hin und schießen einmal auf ihn. Ich denke, das ist klar. Was überraschenderweise nicht viel Schaden ist. Achso, klar, ist weniger Schaden, weil die Dreckskinder halt dafür sorgen, dass wir es nicht erreichen können. Sollten wir dafür sorgen, dass die sich um was anderes kümmern? Ich denke, das machen wir sogar. Weil jetzt sind wir auf einmal vier Ziele. So, und auch du gehst hin und nutzt dein Overwatch. Es ist wirklich egal, wen wir hier treffen, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, du heilst erstmal noch nicht. Aha, Nummer 1. Nice. Nummer 2. Nummer 3. Wow. Nummer 4. Und Nummer 5. Aber ich muss zugeben, der konnte... Wow. Bei Weitem mehr Distanz zurücklegen, als ich erwartet hatte. Der hat ihn so gut wie umgebracht. What the? Und der darf erneut ankommen. What the? Okay, den habe ich jetzt nicht verstanden. Warum konnte der so viel machen? Sag mal bitte nicht, dass der wie ein Grobian die Möglichkeit hat, nach jeder Dings weiterzulaufen. Ja, der hat Verfolgerradius. Scheiße. Ah. Und damit ist es mehr oder weniger die komplette Taktik. Holy shit, wie will man den machen, wenn der sich jedes Mal bewegen darf? Wir haben schon verloren. Wir haben schon bereits verloren. Wow. Vor allem, wo ist das Robo-Ding hin? Nicht doof? Das Ding hätte hier sein müssen. Hä? Ich meine, das brauchen wir nicht weitermachen. Gerade vor allem, weil man den nicht mit Dings angreifen kann. Hm. Raserei ist also nicht mein Thema. Okay, also unsere Aufgabe muss eigentlich sein, jedes Mal auf ihn zu schießen und dann vor ihm wegzurennen. Dadurch, dass wir wissen, dass er nicht so durchkommt. Oh, are you for real? Are you for real? Also, tut mir leid, aber das Spiel wird immer schlechter. Ich muss den ersten Kampf erneut machen. Ich muss erneut gegen die kämpfen. Nur um gegen den Miniboss kämpfen zu dürfen. Deswegen ist es so schlecht gemacht. Okay, dann mache ich das ganz kurz alleine. Das kann natürlich dann in alle Arten wieder doof verlaufen. Hurra, hurra. Das lief nicht wirklich gut, aber... Im Endeffekt habe ich es geschafft, das Ganze abzuarbeiten. So, eine wichtige Sache. Und zwar, nachdem wir realisiert haben, hey, wir nutzen die gleiche Map, habe ich versucht, den Kampf so ein bisschen mehr zentral zu halten, um mehr von diesen Deckungen hier zu zerstören. Zugeben, wir haben irgendwie so ungefähr das gleiche Problem.
Aber das wird die hoffentlich dazu zwingen, so ein bisschen anders agieren zu müssen. So, große Frage ist natürlich jetzt trotzdem weiterhin, wie gehen wir das Ganze an? Denn der Kollege ist durchaus bösartig ausgestattet. Magnettanz gibt einem die Möglichkeit, Gegner zu ihm zu ziehen. Nahkampf, Möglichkeit, Wächtermöglichkeit und dann der Verfolgerreiter. Das heißt, wenn wir ihn angreifen, müssen wir sicherstellen, dass wir dann auch abhauen können. Dementsprechend halt, ist Luigi die richtige Entscheidung? In der Theorie schon. Und zwar unsere Überlegung müsste eigentlich sein, ihn zu versuchen, zu uns zu locken und dann uns zu bewegen. Und zwar der Idealfall wäre vermutlich hier nach oben. Dementsprechend, so lustig es ist, mit Rabbit und Mario hier zu arbeiten, ich glaube, in der Situation wäre es tatsächlich weiterhin besser, so zu agieren. Denke ich. So, Waffenauswahl hatte ich gehabt, ne? Muss ich ganz kurz einfach nochmal sicherstellen. Da ist auch nichts Neues oder ähnliches. Genau, das hatten wir gekauft. Gut. So, das ist natürlich lustig und auch schön anzumerken. Und zwar alle Upgrades, die wir jetzt hier gekauft hatten, waren dann auch schon in dem ersten Kampf wieder dabei. Genau, wir wissen, die machen jetzt hier am Anfang an jetzt hier schon los. Meine Frage ist, was die zweite Valkyrie macht. Genau, das Drecksding wird losgelassen. Die erste geht dorthin, vielleicht springt die zweite Valkyrie gleich, das kann natürlich auch sein. Das ist ganz so durchaus... Okay, das tut nicht, was unser Problem ist. Aber, das heißt, wir wissen, wir müssen... Oh, shit. Ja, das ist ein Problem. Ja, also meine Überlegung war ja eigentlich gewesen, hey, wir greifen den an und wenn er dann zu nahe kommt, hauen wir dahin ab. Jedoch, wie man sich vorstellen kann, die Valkyrie könnte ganz einfach dadurch sich poppen und wäre dann auf einmal flankiert, oder würde uns dann flankieren. Das heißt also, unsere Konzentration sollte vermutlich als erstes wieder auf dem Wächter liegen. Und dann müsste man überlegen, ob man nicht ganz bewusst das Feuer auf den näheren Valkyren-Kollegen schickt, um auch diese Deckung zu zerstören. Problem ist, dass ich nicht garantieren kann, da auch noch ansatzweise hinschießen zu können. Heißt, also Überlegung muss vielleicht... Könnte dort einen hinschicken. Einfach nur, um zu hoffen, dass die... Müssen die Wächter loslassen. Das ist, denke ich, klar. Aber wenn ich hier einen hinschicke, kann ich versuchen, hier auf die Valkyrie zu schießen und da den ersten Wächter zu lassen, loszulassen, während die anderen beiden sich hier verstecken? Oder hier und dort irgendwie? Also ich denke, hier muss ich aufpassen. Mit ein bisschen Glück. Ich kann die durchaus clever positionieren. Okay, also da sollten wir sie nicht hinschicken, aber hier könnte ich einen hinschicken. Was sollten wir machen? Ich denke, dass Luigi tatsächlich der sein wird, der so ein bisschen alleine losläuft. Ja, das Ding müssen wir als erst kaputt machen. Und das sollte hoffentlich auch ohne größere Probleme funktionieren. Sehr gut. So, und jetzt würde ich wirklich sagen, ihr bewegt euch hier in die Ecken, während Luigi in die andere läuft und versucht da die Valkyrie in der Mitte schon mal anzugreifen. Da realisiere ich auch gerade, dass beides so nicht möglich ist, wie ich es ursprünglich überlegt hatte. Aber es ist, denke ich, richtig. Und wir gucken jetzt, denke ich, live, was die cleverste Herangehensweise ist. Ich denke, wir machen es so. Ich bin gespannt, wie die sich dann verhalten. Wie gesagt, kein Overwatch bei gar keinem. Der kommt näher ran. Wow, what? Der kann einfach... Also, ich bleib dabei. Gegner, die Granaten werfen können, können das nonstop machen. Wir müssen mit einem Cooldown agieren. Der kann nonstop scheinbar auch Wächter losschicken. Das war eine Entscheidung. Und wir nicht. Also ich bleibe dabei. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass die Wächter gerade eben nicht alle 5 Sekunden einsetzen können.
Okay, das war ein schöner Schaden. Wenn auch nicht wirklich viel. Okay, meine Frage ist ja dann doch wiederum. Ich könnte jetzt zum Beispiel auf ihn schießen. Damit würde ich es vermutlich erzwingen, dass er zu mir kommt. Entsprechend, lasst mich mal probieren, ja? Ob man den nicht ärgern kann. Ich denke, wir müssen aber mal ein bisschen testen, aber weil wir auch hier schon wieder so eine Situation geworfen worden sind, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass sie so aussehen würde. Das kann nach hinten losgehen. Ist ganz klar, denke ich. Vielleicht läuft er auf einmal so weit, dass uns auf einmal dann nichts treffen kann. Aber ich denke, wir müssen einfach mal testen. Das ist zum Beispiel auch interessant. Hier ist er jetzt nicht so weit gelaufen. Sehr merkwürdig, oder? Dass er jetzt hier nicht so weit laufen konnte. Mein Problem ist natürlich jetzt trotzdem, wie zur Hölle gehe ich gegen diese Valkyren vor? Ich könnte zwar jetzt hier rauspoppen und eine dieser Valkyren angreifen, aber wie man sich vorstellen kann, die Situation ist trotzdem nicht die angenehmste. Frage ist, wenn ich hier hingehe und das gleiche hier wiederum mache, wer bewacht hier wen? Der hat das Schildsymbol. Genau, er hat es, glaube ich, auf... Sie hat es auf sie gecastet und sie ist dann nach vorne, glaube ich, gesprungen. Also sie müsste eigentlich weniger Schaden aktuell nehmen. Meine Überlegung ist halt nur, was mache ich jetzt? Meine Überlegung muss vermutlich sein, vorzurücken. Und zwar vermutlich auch wieder hier so hin. Meine Frage ist nur, wenn ich jetzt sage, ich rücke dorthin vor. Wie gefährlich ist das? Super gefährlich. Mein Problem ist nur, wenn ich nichts mache, bin ich in so einer Situation, wo die Valkyren so ein bisschen machen dürfen, was sie wollen. Und ich denke, auch das wäre nicht allzu clever. Weißt du nicht, was ich dann anders machen sollte? Man könnte überlegen, ob man ganz bewusst jetzt mit... Das ist alles doof. Denn die Position ist so behindert. Das ist... Sonst realisiere ich auch gerade, dass ich das Wort behindert in so einer Situation auch schon seit Jahren nicht mehr benutzt habe. Die können eigentlich sich auch kaum noch mal so richtig bewegen. Das heißt also, von der Situation kann ich durchaus agieren. Die kommen nämlich nicht zu mir. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier clever anstelle. Mal gucken, wie wir das machen müssen. Können, wie auch immer. Du kannst von dort aus so überhaupt niemanden treffen. Aber du kannst von dort aus theoretisch niemanden flankieren. Why not? Wie, du kannst ihn... Okay. Mal so. Und ich denke, ich werde einfach mal riskieren, Overwatch zu aktivieren. Und wir hoffen einfach mal, dass das nicht doof enden wird. Ja, heim ruhig. Nice. Das kann jetzt riskant sein. Mal sehen. Dass der davon Schaden nimmt. Ja, und jetzt läuft er nochmal. Okay, die ist tot. Oder? Ja, zweimal jetzt angreifen. Also, da verstehe ich weiterhin nicht. Wann das... Weil wir haben gesehen, mit Luigi haben wir dreimal angegriffen. Der ist nicht mal ansatzweise zu uns hingekommen. Hier ist er auch mehr oder weniger über die komplette Map gelaufen. Und... hat es jetzt dann aber wiederum geschafft, uns zu treffen. Ich denke, das Problem ist, dass er hier einfach es geschafft hat, uns... den Roboter hier kaputt zu machen. Ich denke, das war doch der Witz beim ersten Mal, dass der Roboter einfach nur dazu geführt hat, dass er wiederum... Der müsste jetzt Richtung Luigi laufen, ne? Der dürfte jetzt nicht Mario angreifen gehen, genau. Ich
denke, das Mitbeste, was wir jetzt hier gerade machen können, ist einfach nur hin und her laufen und versuchen, ihn immer so zu ärgern. Und einfach hoffen, dass die Valkyren überhaupt nicht erst zum Zug kommen. Ob das wirklich hundertprozentig clever ist, genau. Ist halt eine andere Situation. Ich schaffe das jetzt hier zu Luigi automatisch. Ja, natürlich. Ah, goddammit. Ja, wenn wir Pech haben, kann jetzt einer der Valkyren so reagieren. Ja, das ist natürlich schön. Ich möchte nochmal hervorheben, dass ich jedes Mal, wenn ich neu starte, Glück gehabt. Wenn auch es jetzt bedeutet, dass ich keinen Schutz mehr habe, ne? Auf jeden Fall, es bedeutet, dass jedes Mal, wenn ich das neu starte, ich diesen ersten Kampf erneut machen darf, ne? Okay, du kommst da ebenfalls durch. Dementsprechend ganz klar, die Aufgabe muss sein, dass die Valkyrie drauf geht. Das kann problematisch werden. Oh wow. Manchmal hat man nicht die Ehre, sich das auszusuchen. Okay, du musst ganz bewusst darüber gehen. Aber weil ich sicherstellen möchte, dass er nicht von seinem eigenen Ding da getroffen werden kann. Vom eigenen Wächter. Ah, wäre so oder so nicht passiert, aber trotzdem. Hoho. Und das war's vermutlich für ihn, ne? Never mind. Ich meine, dass dieser Kampf in der Theorie nicht so schwer ist. Das Problem ist einfach nur, dass dieser Bewegeradius scheinbar buggy ist oder nicht so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Und dass er Wächter, wenn er möchte, jede Runde einsetzen kann. Ha. Ich meine, das wird sein Tod jetzt sein, weil halt die Valkyrie. Holy shit, wie weit darf denn? Okay, also das ist unrealistisch. Ich denke, das ist ganz klar, warum. Weil der war theoretisch näher dran und ist über einen längeren Weg näher an ihn rangekommen. Und jetzt dadurch, dass er frei steht, die Valkyrie macht genug Schaden. Und das Lustige ist, ich kann nicht mehr gewinnen. Denn ich kann die Dinger nicht kaputt kriegen. Ich denke, wenn ich vor den Dingern weglaufe, was nicht mehr drin ist, weil ich mich nicht mehr verstecken kann. Ich könnte mich maximal hierhin verstecken. Aber das Problem ist vermutlich, dass dieses Ding vermutlich so weit fahren. No, es kommt nicht so weit. Okay. Ja, ich darf mich jetzt auf das Ding konzentrieren. Ist das nicht toll? Vor allem der Witz ist, ich darf auch kein Overwatch mehr nutzen. Oh boy. Eine Overwatch könnte dazu führen, dass wiederum, auch wenn sich jetzt eine Theorie... Ja, shit. Vor allem der Witz ist ja jetzt ja ebenfalls... Der Kampf ist abgeschlossen, ja. Hier, jede Runde! What in the... Also das ist meines Erachtens ein richtig schlecht designtes Spiel. Dass Gegner A, Sachen bekommen, gegen die wir nichts machen können. Und B, dass sie Skills haben, die sie konstant nutzen können. Was soll ich machen, wenn er jede Runde einen Wächter schicken kann? Jede Runde Magnetanz einsetzen kann? Das ist unfair. Vor allem der Witz ist, dass dadurch, dass ich auch hier jetzt schon vorher gekämpft habe, auf der gleichen Stage, ich kann nirgendwo mehr hin. Ich habe keine Verstecke mehr. Deswegen hier, wenn ich jetzt hier rauspoppe, ist auch automatisch Ende. Ich kann mich zwar jetzt hier nach oben retten, aber auch hier oben ist nichts mehr. Das heißt also, selbst wenn ich mich hier hinrette, die Valkyrie hat in der nächsten Runde ohne Probleme die Möglichkeit, mich treffen zu können. Also ich müsste jetzt hier in der ersten Runde die Valkyrie so treffen, dass sie wegfliegt. Was sie natürlich nicht tut. Und jetzt muss ich versuchen, sie mit hellen Sicht zwei miteinander treffen zu können. Was vermutlich nicht passiert. Vorher treffe ich vermutlich eher Bowser Jr., der dann halt über die komplette Map wieder stampfen darf. Ja, natürlich. Hier, da wird jetzt der nächste Wächter losgeschickt, genau. Und das Schöne ist, jetzt wird der Wächter getriggert. Aber ich habe die Dings damit getroffen. Wäre nur schön, wenn die sich jetzt nicht bewegen. Oh, great, ja. Wie gesagt, es ist eine unfaire Partie. Tot.
Ich weiß nicht, wie ich es besser machen kann. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es besser machen kann. Ich werde es logischerweise jetzt nochmal versuchen dürfen, aber halt. Wie macht man das besser? Welche Charaktere muss man nutzen? Gäbe es Charaktere? Man könnte ja sagen, hey, Luigi mit seinen Tintenschaden könnte verhindern, dass gewisse Sachen eingesetzt werden. Ist nicht drin, weil die ja immun gegen so einen Scheiß sind. Und dass die halt wirklich Magnetans, Wächter ohne Cooldown jede Runde spammen könnten, ist richtig unfair. Deswegen, ich denke, der Charakter könnte in der hintersten Ecke stehen. Versuchen, soweit es geht, von allen entfernt zu sein. Könnte jede Runde einen Wächter spawnen, könnten den nicht besiegen. Können sie machen, was sie wollen. Könnte man nicht besiegen. Das ist ein unfairer Kampf. Wow. Okay, besiege den Miniboss. Nächster Versuch. Ich habe erneut versucht, so ein bisschen in der Mitte aufzuräumen. Man sieht, da sind sogar noch so ein paar Vampir-Explosionskisten jetzt über. Aber, so lustig das ist, hier mit Rabbit Mario aufzuräumen, ich. Nope, falsch. Kann ich das rückgängig machen? Ach ja, gut. Ich würde ganz gerne trotzdem es erneut mit Luigi probieren. Meine Frage ist nur, gibt es irgendwas, was man clever machen muss? Deswegen, ich überlege halt, sollte man irgendwie gucken, dass man umskillt, dass man ganz klar mehr HP hat. Das wäre zu einem gewissen Grad nicht falsch. Aber ist der Unterschied zwischen halt. Im Endeffekt, das wären halt 455. Und wie sieht es bei dir aus wiederum? Okay, das ist nochmal eine Latte mehr. Ja, trotzdem will ich das Ganze gerne nicht aufgeben, was ich bisher so habe. Also bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir so haben. Einzige Überlegung ist, ob man den Heldensichtschaden nicht erhöht. Ich denke, das wäre eine Überlegung wert, aber trotzdem, das sind 70 Punkte, die ich vermutlich nicht einfach so mir aus dem Ärmel schütteln kann. Also ich bleib dabei. Okay, die Überlegung. Oh, nice, wir haben hier sogar volles Cover. Ah, das sind genau bei denen eher das Meisterstück. Wir haben zwar hier weiterhin eins. Also ich denke, die Idee bleibt weiterhin, dass wir den angreifen müssen und immer hin und her schicken. Dass wir halt einen hier haben, der schießt, dann hier einen haben, der schießt, dass der nie wirklich irgendwo gescheit hinkommen kann. Problem ist halt nur diese Verfolgermöglichkeiten. Gerade eben vor allem dieser Blödsinn, den wir in dieser ersten Versuch hatten, wo die immer abwechselnd geschossen hatten. Ich habe das Gefühl, wenn zum Beispiel hier Luigi dreimal hintereinander geschossen hat, da hat er sich einmal bewegt. Hier, als wir das dann hin und her gemacht hatten, hat er sich das für jedes Mal, glaube ich, bewegt. Und dann stand er auf einmal neben uns. Die werden sich als erstes bewegen. Weiß noch nicht, wie das ablaufen wird. Genau, der Wicht, das spawnt. Meine Frage ist ja, zerstört er seine eigenen Wächter? Weil dann könnte man nämlich überlegen, ob man nicht von Anfang an versucht, den zu locken. Wenn er nämlich dann seinen eigenen Wächter einfach zerstört und wir dann abhauen, dann kann der uns gar nichts. Die Frage ist, wo haut man hin ab? Deswegen, man müsste überlegen, dass einer nach oben geht und zwei nach unten. Das Problem ist nur, nach unten ist nicht so drin. Heißt also, vermutlich mal Luigi wird da alleine hinlatschen. Und das wird die Idee sein, dass vermutlich Luigi derjenige sein wird, der als alles sein Overwatch da unten aktiviert, mit der Hoffnung, dass er wiederum dann auf ihn ballert. Und die anderen beiden. Also ich denke, das werden wir mal ganz kurz einfach testen. Das Problem ist, dass ich nicht wirklich viel Zeit zum Testen habe. Aber trotzdem. Ich muss einfach sehen, was passiert, wenn ich auf ihn schieße. Alle davon nehmen A Schaden, das ist lustig. Er zerstört sein eigenes Teil. Das ist ziemlich cool. Gut. Notweise kein anderer darf jetzt hier weiter schießen. Zumindest auf die nicht. So, du rennst jetzt dahin. Die anderen beiden rennen nach oben. Nach oben rennen ist gefährlich, definitiv. Aber ich denke, dass es immer noch cleverer ist, als zu versuchen. Ja, ist riskant. Aber ich denke, mit ein bisschen Trickserei könnte man hier bösartig arbeiten.
Meine Frage ist immer, sollte man versuchen, die Wächter eher für ihn aufzuheben? Aber ich denke, wir sollten gucken, dass wir trotzdem uns auf D konzentrieren. Wenn ich ihn dorthin stelle. Nee, ich würde ganz gerne eigentlich eher gucken, dass er... Wenn du dorthin gehst, müsstest du doch die Möglichkeit haben, dahin zu schießen, oder? Mein Problem ist nur, dass wenn halt logischerweise er ihn jetzt nicht treffen würde. Oh well, whatever. Wir gehen dahin. Ich werde noch mein Schild halt aktivieren. Nice, der kriegt den sogar so. Oh, was passt? Es dürfte aber nicht so funktionieren. Aber meint. Der Schaden dürfte nicht zu dem Dicken übertragen werden. Sehr gut. So. Du hast vor allem noch kein Overwatch aktiviert, das ist alles okay. So. Ist es vielleicht sogar cleverer, ihn hierhin zu positionieren? Riskant. But whatever. Ich denke, wir müssen so ein bisschen Aggressivität zeigen. Und gucken, dass wir so ein bisschen auch die hier wieder ausschalten. Nice! Darf ich das machen? Darf ich mit beiden Overwatch aktivieren? Meine Frage ist... Der hat immer noch sein Schild. Nee, lass mal erstmal nur mit einem das für jetzt machen. Denn mir ist zu riskant, dass der vielleicht dann irgendwie doof zickzack läuft, beziehungsweise... Nee. Der kann den so oder so nicht sehen. Das heißt also, das geht schon so in Ordnung. Das heißt also, der müsste sich in erster Linie auf die Valkyren konzentrieren. Und du aktivierst mal noch nicht deinen... Doch, aktivier mal deinen Schild. Man weiß ja nie, wie die Gegner reagieren. So, das ist jetzt Luigi, genau. Weil der hat jetzt die Möglichkeit, mehrmals auf ihn zu schießen. Und der kommt jetzt auch nicht weiter. Er schickt jetzt zwar einen Wächter los. Damit kann man leben. Damit kann diese Person jedoch nicht leben. Damit ist einer von denen weg. Sehr gut. Das ist einfach nur dumm, das Feuer. Das ist sogar sehr angenehm. Ha, okay. So. Ich krieg immer die falschen Tasten auf einmal. Ich könnte in der Theorie einmal auf ihn schießen. Das müsste bedeuten, dass er zwar hier hinläuft, aber dann müsste ich abhauen können, nicht wahr? Einmal schießen. Riskant. Also ich verstehe manchmal nicht, warum die weiterlaufen können als angezeigt. Ganz einfach. Weil der ist definitiv weitergelaufen als er es angeblich ursprünglich konnte. Wenn man es überlebt, geht's in Ordnung. Wow, indeed. Er kann von dort nicht auf das Ding schießen. Das ist zwar nicht ideal, aber damit kann ich immer noch leben. Okay, meine Frage ist, ich muss eigentlich zurückkehren und Luigi heilen. Das ist riskant, weil die Valkyrie würde jetzt vermutlich sich auf ihn allein versuchen zu stürzen. Aber... Oh wow. Das ist wirklich das Üble. Was will man machen, wenn der so viele verdammte Wächter auf einen los? Bewegt sich nicht mehr. Ha. Interessant. Sch
schieß mal. Wir wissen, ob er seinen eigenen Roboter ummietet. Und hat er selbst sich nochmal... Ich wollte schon sagen, kann er sich jetzt nochmal bewegen, weil er seinen eigenen scheiß Ding da sich treffen ließ? Wie weit kannst du laufen? Du kannst theoretisch darüber laufen. Okay, schieß mal. Nice. Was passiert jetzt, wenn er über das Ding läuft? Okay, der läuft nicht so, ne? Moment. Ha. Okay, du rennst einfach nur weg. Ich denke, das ist das Cleverste. Wir werden auch nicht versuchen, mit dem Wächter jetzt zu agieren. Das werden wir vermutlich nächste Runde versuchen. Der dürfte jetzt nicht allzu weit kommen. Sehr gut. Das ist das Wichtige. Oh, never fucking mind. Goodbye. Das Gute ist, dass die Valkyrie sich nicht ernsthaft clever angestellt hat. Du könntest nach dorthin flüchten. Ja, für die Runde werden wir vermutlich einfach mal versuchen, einfach nur den Kollegen da hinten auszuschalten. Einfach nur weglaufen. Überlegen, dass wenn wir vielleicht es schaffen, die Valkyrie alleine auszuschalten, dass wir den Wächter einfach nur hinschicken. Hoffnung, dass das funktioniert. Das könnte alles in die Hose gehen. Ja, das waren nur 70 Schaden, genau. Aber wir könnten das so machen. Ja. Gut. Frage, Overwatch, ja oder nein? Vermutlich mal nicht. Ah, der wird ja eh wieder Dings einsetzen. Ja, wir haben verloren. Der wird jetzt wieder Magnet-Dings einsetzen. Wir gehen drauf. Ja, weil er jede Runde machen kann. Er kann jede Runde machen, was er möchte. Und da sieht man zum Beispiel auf einmal, Peach wird in eine andere Richtung geschickt. Nicht wirklich logisch, aber vielleicht genau das, was wir brauchen. Na, damit ist auch er weg. Hurra. Muss irgendwas machen. Das ist ein Teil von irgendwas. Jetzt gehe ich so weit weg wie möglich. Und wenn er jetzt dann natürlich anfängt, Wächter zu spammen, da habe ich natürlich automatisch verloren, das ist klar. Wächter. Here we go. Könnt ihr denken, ich wüsste, was ich hier mit erlebe. Meine Frage ist, ob ich den hier ausschalte. Nope, natürlich nicht. Ja, das wäre das Coolste gewesen. Hätte ich die Chance gehabt, ihn so mit seiner eigenen Bombe auszuschalten. Oh, ich habe es überlebt. Okay, damit sollten wir es eigentlich haben. Wie gesagt, ich bleib dabei, ist kein guter Bosskampf. Und ich gehe hin, ganz sicher, irgendeinen Blödsinn machen. Ich muss noch einen Treffer hinkriegen. Shit, ich hätte den weiter wegbewegen müssen. Verloren. Ja. Ah, hätte ich ihn einmal weiter weggestellt. Ja, dieses Gericht.
Okay, probieren wir das erneut. Gucken, ob das funktioniert. Mit der Situation, wie ich es so durchgeplant habe. Ich drücke mal die falschen. Okay. Wir gehen erneut hin. Wissen, dass die erste Runde denen gehört. Genau, der schickt wie immer seinen Wächter los. Valkyrie 1 kann dahin, Valkyrie 2 kann nicht mitfolgen. Gut. Wir gehen hin, schießen als allererstes mit ihm auf den Dicken. Ja, schnell werden die anderen beiden auch noch mitgetroffen und der rempelt jetzt seinen eigenen Wächter um. Sweet. So, die Idee ist jetzt, dass wir abhauen. Und das Schöne ist, wir haben die Möglichkeit... Ist es schön? Ja, wir können ihn von hier aus in der Theorie treffen. Das ist ein Problem, dass wir hier nämlich weiterhin den Schutz haben. Ha. Gucken, wie wir das anstellen. Es kann passieren, dass wir nach dem ersten Treffer ihn vielleicht nicht mehr treffen können. Aber ich denke, es ist richtig, dass wir hier vielleicht erstmal wirklich nur den... Lass mal noch abwarten. Denn wenn wir jetzt hier rübergehen zu den Valkyren, sollten wir clever gucken, dass die vielleicht nicht einfach machen können, was sie wollen. Problem ist definitiv, dass hier die Dinge noch wieder im normalen Zustand sind. Das heißt, wir können die nicht einfach so kaputt machen. Ja, das ist ein Problem. Oh, wow. Wir müssen so oder so von dort weg. So. Interessant. Doch nochmal so eine ganze Ecke anders geflogen als erwartet. Meine Frage ist jetzt: Kann den nochmal freistehend angreifen? Oder sollte ich mich ganz bewusst nicht so auf die konzentrieren? Ich überlege, ob ich mich hier hinstelle, um Overwatch zu machen. Um zu hoffen, dass die vielleicht wirklich abwechselnd ihn treffen und das Spiel sich nicht entscheiden kann. Nee, machen wir mal nicht. Die Idee ist zwar lustig, aber mir zu riskant. Mir einfach zu riskant, weil ich weiß nicht, wo er dann am Ende landen wird, weil ich nicht weiß, wie sie schießen. Ja, wieder auf ihn. Na gut, das war nochmal extra Schaden. So, und wir hoffen uns jetzt einfach mal, dass deren Overwatch-Sachen hier einiges löst an Problemen. Du machst nichts. Okay, das Gute ist, der ist vielleicht groß genug, dass er trotzdem stets mit Overwatch getroffen werden kann. Wunderbar. Ha. Okay, also wie beim letzten Mal schickt der so einen Wächter los. Also das bleibt gleich. Was nicht gleich bleibt, ist, wie die Valkyren sich jetzt hier scheinbar weiter behalten. Verhalten. Die haben sich jetzt diesmal so überhaupt nicht bewegt. Wir wissen, dass wir hier mit ihm nicht schießen dürfen. Eine Frage ist, ob wir mit ihm hier schießen dürften. Aber wichtig ist vermutlich, dass... Geh mal hier hin. Das ist zwar nicht die beste Position, weil sie komplett freistehend ist, aber vielleicht ist sie genau das, was wir trotzdem brauchen. Wir schicken mal einen Wächter los. Wir wissen, wie der Wächter sich wiederum anstellt. Auf jeden Fall, die Idee jetzt hier jetzt wiederum wird sein. Von denen trifft leider keiner den Dings. Okay, Aufgabe ist erstmal jetzt hier sich um diesen Wächter zu kümmern. Und ich denke, wir machen es relativ clever. Und zwar so. So. Und. Du bewegst dich jetzt hier hin.
Einfach, weil ich verhindern möchte, dass beide eventuell von dieser Magnetsache getroffen werden. Ja. Bewegt sich interessanterweise dorthin. Und schickt einen Wächter los. Ha. Okay, das ist ein bisschen anders als erwartet. Ich bin aber gehen die jetzt auf den Wächter von uns los wiederum. Die machen gar nichts, interessanterweise eher. Nice. Ha, okay, das Verhalten hätte ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich zugeben. Nicht gedacht, dass der jetzt sich da raus bewegen würde. Okay, das ist aber sehr nice für uns. Jetzt kann ich nämlich den wieder woanders hinschicken. Die Position clever. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte von der Position schon wieder zu gefährlich sein. Eröffne mal das Feuer erneut. Nice. Denn die Idee ist nämlich jetzt einfach vor dem wegzurennen. Und zwar bewegen wir uns. Ja, ich darf mich eigentlich nicht zu den Valkyren begeben. Zu riskant. So, mach das mal hier hin. Sehr gut. Was ich jetzt wiederum von dir möchte, ist, dass du dich dahin begibst. Und schon mal. Ich könnte ihn so nicht treffen, außer mit dem Wächter. Schieß mal bitte nicht, denn ich will sicherstellen, dass der Wächter ihm nicht die Möglichkeit gibt, nochmal weiterzulaufen. Okay, einen würde jetzt herziehen, das war klar. Hätte ich vermutlich mein Schutzschild nutzen müssen. Der hat nicht zugeschlagen, what? Okay, jetzt kommt die Valkyrie darüber gelaufen, das ist ein Problem. Mit ein bisschen Glück passiert hier nicht viel. Okay, ich denke, es ist relativ offensichtlich, was wir jetzt hier als nächstes machen wollen. Und zwar, wir wollen hingehen und auf den wieder schießen. Und das machen wir vor allem, denke ich, clever. Das dürfte ihm verdammt viel wehtun. Okay, das sah gut aus. Jetzt hat er 7 HP. That's it for you, buddy. Oh hey! Ah, der berühmte Yoshi und mit keinem geringer als Spawny. Das Glück scheint endlich auf unserer Seite zu sein. Aber wir haben keine Zeit zum Feiern. Bowser Jr. könnte jeden Moment zurückkommen. Wir müssen Spawny sofort von hier wegbringen. Und Yoshi, stimmt es, dass du eine eigene Insel besitzt? Halt Abstand! Macht ihm keine Angst! Spawny, bist du okay? Ja, nun, wir freuen uns auch, dich zu sehen. Oh, tja, ich schätze, du hast eine Schneise der Verwüstung durch das Pilzkönigreich gezogen. Dank deines leichtsinnigen Umgangs mit dem Superfusionierer.
Aber im Vergleich zu anderen kolossalen Katastrophen war diese nicht ganz so schlimm. Mal sehen, positiv ist, ja, die Sorbet-Wüste war cool und wir wissen jetzt, wie Sorbet geschrieben wird. Mann, was für eine Überraschung. Ja, yeah, we did it. Man hat nur 3 Runden Zeit für so einen schrottigen, schlechten Bosskampf. Oh well. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir jetzt Zeit in diesen Teil investiert haben, da ich das ja Sachen neu spielen durfte. Und dementsprechend würde ich sagen, hey, Yoshi kommt hinzu. Aufgegessen, Yoshi ist für die Schlacht bereit. Nutze den Fertigkeitenbaum, bevor du ihn in den Einsatz schickst. Das gucken wir uns vermutlich jetzt noch zum Ende schnell an. Einfach nur herauszufinden. Oh, okay. Never mind. Das Spiel geht einfach hier über zum nächsten Kapitel in der Theorie. Okay. Ich werde dann hier jetzt Ende machen. Nächstes Kapitel werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht einfach von hier aus... Obwohl... Genau, ich kann von hier theoretisch einfach in die Kampfzentrale rüberspringen. Dann gucken wir mal ganz kurz, was in der Theorie Yoshi kann. Yoshi hat Raserei und Teamsprung, ja, wie gewohnt. Er hat einen Bodenkracher drauf, also als wie die Valkyren die Möglichkeit. Und hat er die Möglichkeit, das Ganze zu verbessern. 3-mal hier, Befreiungssprung wie gewohnt. Bodenkracher, Radius und Schaden kann erhöht werden. Er hat einen Raketenwerfer, weil ist scheinbar so. Und er hat die Super Chance gleichzeitig mit Eierbrecher. 2 Bonusangriffe, Reaktionsschüsse auf mittlere Distanz auf Gegner in Yoshis Sicht. Okay, also noch einer mit Overwatch. Und Yoshi und die Helden in seiner Nähe erhalten einen todsichern Super-Effekt-Angriff. Er klingt gar nicht mal wiederum so falsch. Auch wenn ich nicht weiß, was Super-Effekt-Angriff bedeutet. Also da wäre eine schöne Beschreibung ganz gut gewesen. Durchaus interessant. Vor allem, er startet mit verdammt viel AP von Anfang an. Wow. Wow, 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 wow. Beeindruckend. Okay, dann kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.